Und schon wieder zurück bei Tyranny. Immer noch in Letians Kreuzen unterwegs. Aber ich habe es zwischenzeitlich zumindest schon mal geschafft, das Inventar ein bisschen aufzuräumen. Wir haben mittlerweile tatsächlich einen Eisenring bekommen. Und er trägt den Kriegshammer der Bronzenen Bruderschaft, den Großen. Vorher hatten wir ja Waffe und Schild. Aber ich glaube, er ist einfach mehr so der Zweihänder-Typ. Ansonsten hat sie eine neue Waffe bekommen, nämlich die kaiserliche Eisenfalkata, die tatsächlich besser war, und als Zweitwaffe den Stufenvolk-Jagdbogen. Bei ihm hat sich nicht so viel verändert, doch der hat die Erdhexenkapuze und die leichte Lederweste. Leichte Rüstung für ihn. Ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Die hier, plus 0,5 Sekunden Erholung. Tendenziell ganz gut. Aber wir haben schon gesehen, er wird des Öfteren auch mal angegriffen. Und Abwehr 11% statt Abwehr 1%. Dafür opfere ich dann gerne mal temporär, bis wir eine bessere Stoffrüstung für ihn finden, die Erholungszeit. Nun gut, so viel dazu. Wir müssen Beweise sammeln. Sitz der Macht. Beanspruche die verbleibenden Türme in den Stufen. Die Frage ist, wo sind die verbleibenden Türme? Das würde mich mal interessieren. Oh, warte mal, hat er keine Handschuhe an? Doch, hat er. Achso, er hat die bronzenen Armschienen, wo seine Hände frei sind. Ah, okay. Na gut, hab nichts gesagt. Abseits dessen ist unsere Hauptaufgabe aber natürlich hier, Beweise finden. Gegen beide. Oder, naja, wenn sie vorhanden sind, dann gegen beide. Das bedeutet, wir schauen mal eben auf die Weltkarte. Ich glaube Eisenpfad. Nee, Eisenpfad war das. Hier, die eherne Esse, da müssen wir hin. Da müssen wir hin, um zu gucken, was für Beweise es gibt. Machen wir uns mal auf den Weg. Oh stimmt, wir können ja von Turm zu Turm teleportieren. Das reduziert die Reisezeit. Du hast ein Sendschreiben von Schicksalsbinder Rogalus erhalten. Na, was hat er denn geschrieben? Von Schicksalsbinderin Myotis habe ich auch eins erhalten. Moment. Was? Moment. Wo ist denn jetzt das von Rogalus? Tunon bezüglich der Türme? Bezüglich der Türme. Ach, das hier war von Rogalus, da oben. Werter Lorkan, deine Zusammenfassung der Ereignisse ist höchst faszinierend. Ich danke dir dafür. Du bist gewiss nicht der erste Schicksalsbinder, der ein Edikt verkündet hat. Viele von uns wurden schon eingesetzt, um das Wirken der Magie des Oberherren zu vervollständigen. Und du bist nicht der erste Schicksalsbinder, der ein Edikt gebrochen hat, wenngleich diese Liste sehr viel exklusiver ist und nur wenige Namen enthält. Was aber seltsam ist, nirgendwo in der Geschichtsschreibung gibt es Hinweise darauf, dass jemals jemand dasselbe Edikt verkündet und gebrochen hat. In dieser Hinsicht bist du eine Anomalie. Die schlechte Kunde ist, die Archonten wissen das und sie werden dieser Tatsache äußerst misstrauisch gegenüberstehen. Ich übersende dir mit diesem Pergament die Adresse der ehrenwerten Schicksalsbinderin Myotis, einer alten Kollegin. Wohl niemand im gesamten Gericht weiß so viel über Dinge, die Tunon uns nicht lehrt. Behandle sie mit Respekt, dann wird sie dein Anliegen mit Diskretion und Güte anhören. Viel Glück, Lorkan. Mir schwant, dass die Dinge für dich nur noch seltsamer werden. Schicksalsbinder Rogalus. Ja, und dann haben wir eins bekommen von ihr bezüglich der Türme, Sendschreiben. Mit der Schreibfeder in der Hand beugst du dich über ein leeres Blatt Pergament. Du hast die Kontaktinformationen von Schicksalsbinderin Myotis in der Hand und sinnst über deine Eröffnung nach. Höfliche Eröffnung. Liebe Schicksalsbinderin Myotis, ich schreibe dir auf Drängen meines Kollegen und Lehrmeisters Schicksalsbinder Rogalus. Er ist am Ende seiner Weisheit angelangt, was bei ihm selten passiert, und legte mir nahe, dass du die einzige Quelle sein könntest, bei der ich die Antworten auf meine Fragen finden kann. Wenn es dir nicht zu viel Aufwand bereitet, würde es mir wirklich viel bedeuten zu erfahren, was du über Kairos Edikte und die Magie der Türme weißt. Der Turm des Berges in den Stufen erwachte mit meiner Anwesenheit, und das passierte nur Augenblicke, nachdem ich ein Edikt von Kairos beendete.
Insofern ist es von äußerster Wichtigkeit, dass ich herausfinde, was dort mit mir geschehen ist und was es bedeutet. Vielen Dank im Voraus für deine Kenntnisnahme und Weisheit. Hoffen wir mal auf Antwort. So, wir befinden uns in stürmischen Landen. Wir können hundertmal mehr ertragen als jede Chorratte. Ah, guck mal hier, hier gibt es ein Lager von den Geschmähten. Ach, das ist das Lager der Geschmähten. Ich glaube, das ist sogar das Hauptlager der Geschmähten, wenn wir uns hier unten mal die Minikarte ansehen. Wo wir schon alles sehen, aber hier müssen wir noch aufdecken. Halbtot und Alfonsa. Moment, das sind aber Chorleute. Also zumindest einer. Nehmen die Früchte mit, das sind meine. Akalos. Sei gegrüßt, Schicksalsbinder. Akalos, 32. Legion. Der Soldat salutiert. Schön zu sehen, dass Tunons Agent Eherne Esse die Ehre erweist. Ashs Truppen fehlt es nicht an Ordnung, aber ein Diener des Gerichtes ist jederzeit willkommen. Wir haben mit unseren vermissten Kommandanten und einem in die Enge getriebenen Leutnant des Scharlachroten Chors alle Hände voll zu tun, aber ich denke, ich habe ein paar Augenblicke für ein kurzes Gespräch. Brauchst du etwas von mir? Das wird wahrscheinlich er sein, ne? Erzähl mir etwas über den Leutnant des Scharlachroten Chors. Scheint, als hätte unsere Truppe diesen erbärmlichen Leutnant vom Scharlachroten Chor drüben im Dorf Kaedo in die Ecke getrieben. Ich habe gehört, es handelt sich um denselben Kerl, der unsere Karawanen in den letzten Wochen geplündert hat. Wenn ich nicht schon einen anderen Auftrag für Ash zu erledigen hätte, würde ich dem Stück Dreck höchstpersönlich die Haut abziehen. Wie gut, dass du hier bist. Stelle sicher, dass dieser Leutnant das Dorf nicht lebend verlässt. Wird erledigt. Dorf Kaedo ist jetzt auf der Weltkarte freigeschaltet. Wie gut, dass du einspringst. Keiner wird den Verlust einer weiteren Chorratte bedauern. Er markiert den Ort auf deiner Karte. Achso, das ist nicht er, sondern der ist noch in die Ecke gedrängt quasi. Ich habe noch andere Fragen. Kein Problem, was brauchst du? Wo warst du während der Eroberung? Man könnte sagen, dass ich die Stufen von vorne bis hinten gesehen habe. Ich habe in unserem Lager an den Toren des Urteils Latrinen ausgehoben. Danach wurde ich befördert und nach Letians Kreuzung gesandt. Hab mich ein paar Mal mit der bronzenen Bruderschaft angelegt. Kein schöner Anblick. Dann war ich kurz in Apex stationiert, aber die Kämpfe dort waren schon fast vorbei, als ich ankam. Danach diente ich in verschiedenen Gegenden des unbeugsamen Landes, aber ich wurde verlegt, bevor das Edikt alles auseinanderriss. Es ist erstaunlich, wie viele Leute wir hier ansprechen können auf ihre Hintergründe, auf ihre ganz persönlichen Hintergründe. Erzähl mir von deiner Heimat im Norden. Ich stamme aus Mildquell, einem kleinen Weiler, weit westlich der Hauptstadt von Kairos. Es ist nichts Großartiges, aber meine Familie ist dort schon seit 6 Generationen ansässig. Also ist es mein Zuhause. Ich hoffe, dass ich irgendwann mit einer Menge Geschichten, Ringe und Ruhm zurückkehre. Als mir Graven Ash seine Gunst schenkte und mich rekrutierte, wurde meine Familie, vorher respektable Bauern, plötzlich zu hoch angesehenen Leuten. Höher angesehen und respektiert als alle im Umkreis. Es muss ihnen gut gehen. Wie hast du dich denn den Geschmähten angeschlossen? Vor der Eroberung sandte Graven Ash Anwerber auf der Suche nach würdigen Talenten in die entlegenen Städte. Im Dorf wurde ein Turnierkampf veranstaltet, um unsere örtliche Muskelkraft zu präsentieren. Nichts Besonderes, wohlgemerkt. Es ging hauptsächlich darum, mit hölzernen Speeren auf Heuballen gegeneinander zu kämpfen. Ich zeichnete mich dadurch aus, dass ich selbst den stärksten Teilnehmer besiegte. Ist mir bekannt. Und eine Geschichte nach meinem Geschmack. Barik nickt respektvoll. Gut, dass ich Erfolg hatte. Ich bin Kairos auf dem Schlachtfeld mehr von Nutzen als im Getreidefeld. Da hat er wohl recht. Zerbrochener Speer, Reise ins Dorf. Was ist nun mit Halbtod und Alfonsa? Die geschmähten Soldatin schmunzelt dem Kämpfer des Scharlachroten Chors geringschätzend zu. Darüber nachdenken? Nicht einmal einen Augenblick. Wir rekrutieren unsere Soldaten von auserlesenen nordländischen Familien und nicht von Fliegen, die über einem Massengrab summen. Sind die Geschmähten so engstirnig? Die Stärke meiner Bande brachte uns durch ein halbes Dutzend Kämpfe, in denen wir gefallene Feinde in großer Zahl zurückließen. Die wenigsten Rekruten können das von sich behaupten. Es geht nicht um deine Fertigkeiten. Es geht um deine Erziehung, deine Ausbildung, deinen Stammbaum. Die Eisenwache salutiert, als sie dich bemerkt.
Heilgraven Ash, Schicksalsbinder. Wenn ich dich für einen Augenblick beanspruchen darf. Was brauchst du? Diese Person vertritt eine Bande vom Scharlachroten Chor. Wie nennt ihr euch nochmal? Die grinsenden Bluter. Wir haben uns vor Urzeiten einen Namen im Scharlachroten Chor gemacht und um diesen ranken sich schon viele Geschichten. Meine Bande tötet nach allen Regeln der Kunst. Er sagt dies mit stolz geschwellter Brust. Bevor ich hier der Chef wurde, lief ich mit den kaputten Knackern, den salzigen Albträumen und der Fallenbande. Jeder einzelne dieser Banden hat sich während des Krieges einen Namen gemacht. Du hast mindestens zwei dieser Banden erfunden und machst dir nicht einmal die Mühe, es abzustreiten. Sei nur vorsichtig, mit welchen Namen du um dich wirfst, wenn sich eine ehemalige Chefin in Hörreichweite befindet, du kleiner Scheißer. Er hebt eine Augenbraue als Zeichen seiner Aufmerksamkeit. Lyra, so nett von dir, dass du mit deiner Richtigstellung auch das Wort ergreifst. Egal, er will sich den Geschmähten anschließen und das kommt nicht in Frage. Ich habe bereits mehrmals die Gründe erläutert, warum wir das nicht zulassen, aber der Scheißkerl ist anscheinend taub. Ist das korrekt? In der Tat. Wir sind nicht auf der Suche nach einer Sonderbehandlung. Wir wollen nur einen neuen Anfang. Es ist offensichtlich, wir sind gesund, tauglich und bereit für den Kampf. Die Eisengepanzerten haben keinen Grund, uns abzulehnen. Er zieht den Rotz hoch. Vor allem, da sie nicht mehr viele sind. Ich glaube, genau das ist der Grund, warum sie es ablehnen. Sie sind zwar nicht mehr viele, aber sie werden keinen Schritt weichen bei der charakterlichen Eignung, die für die Legion vorgesehen ist. Und diese charakterliche Eignung bringt er offenbar nicht mit. Er bezieht sich ja nur auf, ja, ich kann halt gut töten. Ansonsten ist mir alles egal. Das mag schon wahr sein. Trotzdem ist es keine Entschuldigung dafür, unsere respektablen Ränge mit eurer Gesellschaft zu besudeln. Wir sind mehr als fähig. Gebt uns irgendeine Waffe in die Hand oder schickt uns auf eine Selbstmordmission. Das alles wird ein Segen für uns sein, nachdem, dass wir unter Nerats Stimmen erdulden mussten. Wenigstens das stimmt. Man muss einem General zugutehalten, dass er dich nicht im Schlaf ausweidet, nur weil es seinem Kunstsinn entspricht. Das sind die ersten angemessenen Worte, die ich von dir über General Ash gehört habe. Vielleicht kommst du doch noch zur Besinnung. Das ist wohl das Letzte, was passieren könnte, du turmhoher Abfallhaufen. Wenn wir uns anschließen würden, bleiben die ach so noble Nordländer-Moral der Geschmähten unversehrt. Wir würden ihnen nur die blutige Drecksarbeit abnehmen. Ja, aber das könnt ihr doch auch ohne euch anzuschließen, oder? Soll ich entscheiden? Du musst Kairas Gesetz in- und auswendig kennen und ich gehe davon aus, dass du auch über unsere Traditionen Bescheid weißt. Wenn es dieses Neunauge von meinem Rücken nimmt, erlaube ich es. Im Namen meiner Bande werde ich dein Urteil annehmen. Wir möchten endlich wieder mit Kairas Armee einige Schädel vom Stufenvolk zertrümmern, egal welche Farben wir tragen. Ja, dann lass mich mal deine Aussage hören. Natürlich, ich habe nichts zu verbergen. Eigentlich habe ich meine Entscheidung schon getroffen. Wir kennen ja mittlerweile die gesamten Hintergründe so gut. Also einigermaßen gut. Warum können die Rekruten den Geschmähten nicht beitreten? Die meisten von uns würden lieber ihre Zunge herunterschlucken, bevor sie Befehle von einem unnachgiebigen Offizier annehmen, der seine Position nur durch Worte bekommen hat. Aber jedem das Seine. Wo soll ich anfangen? Nicht nur, dass Graven Ash seine Geschmähten sorgfältig aus renommierten nordländischen Bestand auswählt, er zeigt persönliches Interesse an unserer Erziehung und Ausbildung. Wir sind seine Söhne und Töchter. Etwas Niedrigeres in unsere Ränge aufzunehmen, würde dem ganzen Ablauf Verachtung entgegenbringen. Das Einzige, das sie hier machen könnten, wäre körperliche Arbeit, Waggons ziehen oder Latrinen ausheben, aber das ist Sklavenarbeit und nicht das, was sie fordern. Warum habt ihr denn überhaupt Interesse an den Geschmähten? Warum wollt ihr denn so unbedingt beitreten? Bessere Ausbildung, bessere Quartiere, Waffen aus Eisen. Die Geschmähten bieten alles, was wir uns vom Beitritt zum Militär erhofften. Ja, aber damit einhergehen halt auch Pflichten und Verantwortung entsprechend der Traditionen der Geschmähten. Wir möchten Kairos so gut wir können dienen. Verlangen wir da zu viel? Die alte Eisenrüstung hier scheint das zu denken. Respektlos. Ihr Respekt gegenüber der Obrigkeit lässt zu wünschen übrig. Ja, da gebe ich dir recht, Barik. Warum habt ihr den Scharlachroten Chor verlassen? Unser alter Bandenchef fiel in der letzten Schlacht von Vendrins Brunnen. Wir haben gesehen, wie die Geschmähten arbeiten und erkannten, dass das die Chance auf ein besseres Leben ist. Und ein längeres. Ja, und wenn jetzt nochmal jemand kommt, der eventuell eine Chance auf ein besseres und längeres Leben bietet, seid ihr dann auch weg? Verratet ihr dann auch die Geschmähten?
Desertierung ist beim Scharlachroten Korps gang und gäbe. Ich kann dir versichern, dass wir nicht vermisst werden. Er sagt das, als ob er sich damit brüsten will. Nur die wertlosesten Rekruten, die sich niemals einen Namen machen, werden bei der Musterung übersehen. Ich bin bereit, meine Entscheidung zu treffen. Gut, was immer gerecht ist, wir sind bereit, es anzuerkennen. Ihr seid nicht mehr beim Militär. Geht, lebt das Leben von Zivilisten und erhaltet Kairos Frieden, so gut ihr könnt. Ich akzeptiere, dass sie vom Korps desertiert sind. Das halte ich sogar für eine absolut richtige Entscheidung. Das heißt aber nicht, dass sie einen Platz bei den Geschmähten bekommen. Sehe ich sie irgendwo, wie sie plündern oder sonst irgendeinen Blödsinn machen, war's das. Gnade, Mitleid, das ist mehr, als sie verdient haben. Dennoch bin ich froh, es zu sehen. Wir haben im Scharlachroten Korps zu viel gesehen, um wieder in ein normales Leben zurückzukehren. Allerdings leugne ich nicht, dass mir die Idee, sesshaft zu werden, gefällt. Er seufzt. Wahrscheinlich werden wir früher oder später wieder vom Korps zwangsrekrutiert. Solange sie aus Ashes Fort verschwinden, reicht das für mich. Danke, Schicksalsbinder. Ich will ja hoffen, dass wir mit dem Korps fertig werden, bevor sie nochmal anfangen, Leute. Oh, hallo. Bevor sie nochmal anfangen, Leute zwangs zu rekrutieren. Ja, das ist doch genau der richtige Stab für dich. I got it. Ovinus und Fuchslist. Oh, da ist noch was zum Plündern. Nett von dir, zum Plaudern vorbeizukommen. Ich stecke in einer heiklen Lage und niemand aus meiner Bande ist noch am Leben oder in der Nähe, um mir zu helfen. Hör auf, die Zeit des Schicksalsbinders zu vergeuden. Er hat bessere Dinge zu tun, als dem Gejammer einer Verbrecherin zu lauschen. Oh, sie ist eine Frau. Darüber urteile ich. Berichte mir von deinem Problem, Soldatin. Danke, dass du mich anhörst. Die Geschmähten haben kein Interesse an Gesprächen, sonst wäre ich nicht hier. Kein einziges Wort gestehen sie mir zu. Sie starrt ihre Wache an. Soldaten haben mich vor einer Breche in den Altmauern gefunden. Das ist alles. Ich war nicht drinnen. Ich hatte meinen Zeh nicht über die Schwelle gesetzt. Und ich habe nicht mit Geistern getanzt. Ich habe ein gesundes Verhältnis zu meinem Selbsterhaltungstrieb. Warum wurdest du dann verhaftet? Du hörst nur eine Seite der Geschichte, Schicksalsbinder. Unsere Späher haben dieses Weib dabei beobachtet, wie sie sich bereit machte, die Altmauern zu betreten. Ihr Bericht ist unwahr. Ihre Schuld kann von mehreren vertrauenswürdigen Nordländern bezeugt werden. Der Soldat richtet sich ganz gerade auf, während er mit dir spricht. Tut mir leid, aber bereit machte? Mehr habt ihr nicht zu bieten? Ich könnte nämlich ebenso gut sagen, dass du dich bereit machtest, einen Dolch zwischen die Schulterblätter gerammt zu bekommen. Aber das ist einen Scheiß wert, solange ich kein Blut und keine Bronze sehe. Ich bin nicht in die Altmauern gegangen. Ende der Geschichte. Bevor ich in dieser Angelegenheit entscheide, müsst ihr mir eure Kooperation zusichern. Wenn du mich fragst, wurde diese Gefangene bereits angeklagt, für schuldig befunden und verurteilt. Aber wenn dieses kleine Spielchen ihr den Mund stopft, nur zu. Ich werde deine Entscheidung akzeptieren. In eine schlimmere Lage als diese kann sie mich nicht bringen. Was hast du denn vor den Altmauern gemacht? Meine Bande ist hineingegangen, wie ich den geschmähten Narren schon 100-mal erklären wollte. Aber ich habe mir die Kehle wund geschrien, um sie zurückzurufen, aber sie wollten nicht auf mich hören. Unser Anführer hat die Bresche entdeckt und es sich dann in den Kopf gesetzt, einen Schatz zu finden. So sehr ich mich auch bemüht habe, ich konnte es ihm nicht ausreden. Hast du etwas zu dieser Verteidigung zu sagen, Soldat? Ich war natürlich nicht dort, aber ich kenne den Verhaftungsbericht. Es gab keine Bande, lediglich eine einzige Opportunistin, die sich bereichern wollte, indem sie Kairos Gesetze bricht. Die Späher mussten sie nur ansehen, um zu wissen, dass sie durch die Breche die Altmauern betreten wollte. Sie ist ein Heißsporn. Sie hat sich heftig gewehrt, als sie in Gewahrsam genommen wurde. Ich habe keinen Grund, an den Beschuldigungen zu zweifeln. Ja, sorry, aber nein. Beim besten Willen. Du hattest also kein Interesse daran, die Altmauern zu betreten?
Niemals. Ich bin in den Stufen aufgewachsen. Selbst wir haben uns nicht in die Altmauern gewagt. Wenn nicht wegen Kairos Gesetz, dann wegen der Dinge, die darin lauern und einen fressen wollen. Was du auch in den Schatten dieser Ruinen finden kannst, es ist das Risiko nicht wert. Was hat denn deine Bande in den Altmauern gemacht? Ärger machen, plündern, nicht mehr und oder weniger als alle Banden tun. Unser Boss war besessen davon, seinen Posten zu behalten. Eine gesunde Einstellung, wenn man dem Scharlachroten Chor angehört. Als er zu dem Schluss kam, dass sich in den Altmauern vielleicht mächtige Artefakte befinden, nahm er sich vor, ein solches zu finden, um jeden Preis. Seltsam, dass ein Mann, der so auf sein Überleben bedacht ist, alles tut, um getötet zu werden. Typisches Verhalten für jemanden, der nicht auf seine Führungsqualitäten vertraut. Und natürlich führt das dazu, dass seine Ängste wahr werden und seine eigene Bande ihn stürzt. Siehst du, sie versteht es. Fuchslist verneigt sich vor Lyra. Weißt du denn, wo deine Bande jetzt ist? Ich habe sie nie aus den Altmauern kommen sehen. Entweder haben sie es geschafft oder nicht. Ich würde auf Letzteres wetten. Falls sie es hinausgeschafft haben, vergeuden sie sicher keine Zeit damit, mich zu finden. Also scheiß auf sie. Die Einstellung gefällt mir. Wäre ich auf der Suche nach Rekruten, würde ich sie zu meiner rechten Hand machen. Hat denn deine Bande die Breche in den Altmauern verursacht? Was soll das denn, Witz sein? Es wäre unglaubliche Kraft oder unglaubliche Magie nötig, um diese uralte Barriere zu durchbrechen. Keines von beiden stand uns zur Verfügung. Die Breche wurde entweder durch eines von Kairos Edikten verursacht oder durch einen örtlichen Zauberer. Wie dein Urteil auch ausfällt, das kannst du mir nicht anhängen. Ich würde es auch so sehen. Mach nicht den Fehler, ihr zu viel zuzutrauen. Nun, ich bin, denke ich, bereit, mein Urteil zu fällen. Also, dann hoffe ich, du hast alles, was du brauchst. Es ist eigentlich sehr simpel. Es ist eigentlich wirklich sehr simpel. Wenn du nicht in den Altmauern warst, warst du nicht in den Altmauern. Ich entscheide zu deinen Gunsten. Endlich jemand, der auf Vernunft hört. Ich werde es nicht vergessen, Schicksalsbinder. Du bist fälschlicherweise beschuldigten Schatzsuchern in ganz Terratus ein Verbündeter. Halt dich aus Schwierigkeiten heraus. Der Chor braucht fähige Kämpferinnen wie dich. Ich fürchte, die Schwierigkeiten finden mich einfach gerne. Aber aus dir spricht die Stimme der Erfahrung, scharlachrote Wüterin. Das geht gegen meine Befehle und gegen meine Vernunft, aber das Urteil eines Agenten von Thunan darf ich nicht anzweifeln. Ich lasse dich gehen, aber versuche, auf dem rechten Weg zu bleiben. Ich kann nur versprechen, keinen Weg einzuschlagen, der in die Altmauern führt. Hier, die Sachlage war hier eindeutig. Da spielt es überhaupt keine Rolle, ob Chor oder Geschmähte oder was auch immer. Man kann sie nicht verhaften für... Naja, ich bin sicher, sie wollte etwas tun, deswegen haben wir sie mal verhaftet. Das ist nicht Kairos Gesetz. Nicht so, wie ich es verstehe. I've got this. Oh, hier kann man schlafen. Have a look here. Oh, hallo. Mhm. Ja, alles mitnehmen, alles bringt Geld. Wir brauchen richtig viel Geld für unsere Turmausbauten. Die Nachfrage nach neuen Tränken übersteigt die derzeitige Produktion. Viele dieser Flaschen sind leer. Kommt nicht ganz unerwartet. Gut, dich zu sehen, Schicksalsbinder. Ich hoffe, du repräsentierst die Geschmähten auf deinen Abenteuern. Ja, weitestgehend. Der Hund neigt skeptisch und erwartungsvoll den Kopf. Ich habe nichts zu essen mit dabei für dich. Du musst Thunans Schicksalsbinder sein. Die Eisenschreiterin der Geschmähten verbeugt sich. Willkommen in Eherne Esse. Ich bin mir sicher, dass Graven Ash jegliche Hilfe, die du ihm bieten kannst, zu schätzen weiß. Die Umstände treffen sich immer so, dass die Geschmähten stets dünner gesät sind, als wir es gerne hätten. Was kann ich für dich tun? Warum sind die Geschmähten denn so überarbeitet? Sie reibt ihre Handflächen gegeneinander und runzelt die Stirn. Wir versuchen, die Hauptlast dieses Bürgerkrieges zu tragen, ohne genügend Leute zu haben. Der scharlachrote Chor kann 1000 entbehrliche Körper in eine Angelegenheit entsenden, ohne einen weiteren Gedanken darauf verschwenden zu müssen. Aber wir sind gezwungen, etwas wählerischer zu sein. Wir sind zwar ausgebildet, um mit der Belastung des Kampfes und Übungen, die ganze Nacht andauern, klarzukommen, aber wir sind müde, selbst nach dem hohen Maßstab, den wir uns selbst setzen. Sie mustert dich verhalten. Nicht, dass ich einen Agenten des Gerichts mit meinen Befürchtungen belasten muss.
Ich hoffe, dass Kairos, sobald der Krieg vorüber ist und die Stufen ordentlich unterworfen wurden, ein paar Entlastungstruppen schickt, die die Besatzung unterstützen werden. Wir alle verdienen etwas Ruhe. Das Gericht ist immer empfänglich für die Bedürfnisse von Soldaten. Dein Anliegen ist zur Kenntnis genommen. Das ist sehr großzügig von dir, Schicksalsbinder. Es ist schön zu wissen, dass jemand zuhört. Ein nervöses Lächeln erhellt ihr Gesicht. Wo warst du während der Eroberung? Nachdem das Edikt der Stürme ausbrach, habe ich etwas Zeit in den Ruinen des unbeugsamen Landes verbracht und Überlebende aus der Legion ausfindig gemacht. Ich fürchte, ich habe nicht viele gefunden. Sie blickt zu Barek hoch. Du musst zu diesem Zeitpunkt schon woanders gewesen sein, sonst hätten wir eine Gruppe formiert, um dich auszugraben. Mein Gefängnis war immer bei mir, gab keinen Grund zu verweilen. Er neigt respektvoll seinen Kopf. Ich denke immer noch an die Brüder und Schwestern, die wir zurückgelassen haben. Manchmal habe ich das Gefühl, ihre Stimmen im Wind zu hören. Ja gut, wir werden uns mit der Sache auseinandersetzen. Mehr Truppen wären hier nicht schlecht, mit Sicherheit. Obwohl du kein vollwertiger Rekrut der Geschmähten bist, wurde mir gestattet, dir Kaufrechte für unseren Laden einzuräumen. Natürlich mit gewissen Einschränkungen. Würdest du gerne sehen, was wir im Angebot haben? Um welche Einschränkungen handelt es sich denn? Ich versichere dir, es ist nichts Persönliches. Graven Ash will, dass wir unsere Vorräte im Griff haben, ohne den Zugang für Unterstützer seiner Armee, wie du es bist, einzuschränken. Die besten Waffen und Rüstungen und die frischesten Nahrungsmittel sind für die Soldaten reserviert, die direkt seinem Kommando unterstehen. Ich bin mir sicher, dass du das verstehst. Der Archont nimmt unseren Schutz sehr ernst. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Verstanden. Lass mich mal sehen, was du mir anbieten kannst. Oh. Ah, ja, da. Ich brauche Geld. Ja, weil ich kann eigentlich kein Geld für... Oh, Eisenwache Rüstung. Oh. Ich würde sie gerne haben. Aber ich kann kein Geld für diese Sachen hier ausgeben. Beim besten Willen nicht. Ich brauche das Geld für unseren Turm. Obwohl er so schöne Sachen mit dabei hat. Naja, was willst du machen? Was willst du machen? Kannst du nichts machen. Vielleicht werden wir ja irgendwann mal in die Position kommen, wo wir mehr Geld haben. Auch wenn... Wobei, bei den meisten CRPGs dieser Art war Geld irgendwann kein Problem. Oh, da ist Graven Ash, da will ich noch nicht hin. Bei den meisten CRPGs war Geld nach einer Weile nicht mehr so das große, gravierende Thema. Wow. Das nenne ich mal disziplinierte Truppen. Gut, ich befürchte, dass das Gespräch mit Graven Ash ein bisschen länger dauern wird und das würde ich ungern mittendrin unterbrechen. Deswegen die heutige Folge vielleicht ein ganz kleines bisschen kürzer als sonst. Vielleicht die nächste dann wieder ein bisschen länger. Wir sind angekommen in Eherne Esse bei Graven Ash und ich bin mal gespannt, was er zu den Verhalten des Chors zu sagen hat. Und wie es hier weitergehen wird. Ich hoffe, ihr auch. Deswegen bedanke ich mich jetzt erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal bis gleich. Tschüss.